Sehr geehrte Damen und Herren, liebe KollegInnen, auch in diesem Jahr treffen wir uns leider nicht in Präsenz zu unserer jährlichen Fortbildung Herbstlese im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen. Stattdessen nehmen wir Sie mit auf einen virtuellen Besuch in Stuttgarts neueste Stadtteilbibliothek nach Heslach. Die Bücherexpertinnen Tanja Eger und Beate Hiller präsentieren Ihnen dort die Neuerscheinung des Bücherherbstes 2021. Wir wünschen Ihnen dabei viel Spaß. Herzlich willkommen in der Stadtteilbibliothek Heslach. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Gerade eben sind die 12. Stuttgarter Krimi-Nächte zu Ende gegangen. Dieses Mal im Oktober, Corona-bedingt, mit gut aufgelegten Autoren, ungewöhnlichen Orten und vor allem Publikum. Das war besonders schön in diesem Jahr wieder zu erleben. Ich habe Ihnen heute 6 deutschsprachige Krimis mitgebracht, die alle sehr, 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 sehr spannend sind und für Sie ein ungewöhnliches Leseerlebnis bereithalten. Beginnen möchte ich mit Ingo Bott, Pirlo, gegen alle Regeln. Pirlo ist eine coole Socke. Er heißt gar nicht Pirlo, aber er macht sich vom Auftreten her Frisur, Bart, Anzug genauso auf wie der bekannte italienische Fußballspieler Pirlo. Ingo Bott ist nicht Pirlo, aber sie haben einiges gemeinsam. Beide sind sie Strafverteidiger, beide waren eigentlich in einer großen Wirtschaftskanzlei tätig und sind jetzt in einer One- oder Two-Man-Show als Strafverteidiger unterwegs. Pirlo braucht vor allem Geld. Sein richtiger Name ist Katip. Er kommt aus einem großen Clan von Familienmitgliedern, die es mit dem Gesetz nicht ganz so wichtig haben und die sich durch eine ungewöhnliche Transaktion in die Bredouille gebracht haben. Er möchte helfen und um zu helfen braucht er vor allem eins, ein gutes Mandat. Da wird er als Strafverteidiger einer jungen Frau, als Pflichtverteidiger zur Seite gestellt, die verdächtigt wurde, ihren Mann ermordet zu haben. Spricht eigentlich alles gegen sie. Das Setting ist klar, Indizien sprechen gegen sie, Beweise sind vorhanden und vor allem, sie schweigt. Pirlo muss zu sehr ungewöhnlichen Mitteln greifen, um hier der Sache auf die Spur zu kommen. Enden tut dieser Krimi mit einem absolut gemeinen Cliffhanger. Und ich bin schon gespannt, was der zweite Band so alles noch in sich hat. Der zweite Krimi-Autor Christoph Dasser kommt aus der Schweiz. Das ist der Krimi über Dominik Dornach, da gibt es schon einige in der Reihe. Ich habe jetzt den Band Wenn die Schatten sterben dabei, der dieses Jahr erschienen ist. Betty Kolberg kommt zurück in die Schweiz. Sie war in Deutschland verheiratet, hat einen Sohn und nach dem Unfalltod ihres Mannes zieht sie zurück auf das großelterliche Schloss in Solothurn. Sie beginnt zu renovieren, sie möchte es für sich und ihren Sohn schön machen und im Keller wird eine Leiche gefunden, die seit über 60 Jahren einbetoniert auf die Entdeckung wartet. Becky ist hin und her gerissen, was das soll, was das mit ihrem Leben macht, kann sie hier wohnen bleiben, ist der Mord wirklich in diesem alten Schloss passiert? Und parallel erfahren wir die Geschichte von Emma, dem Opfer, das 60 Jahre lang eingemauert im Keller lag. Ein ganz besonderer Blick auf die Schweizer Geschichte während der NS-Zeit. Emma war nämlich in einer Waffenschmiede tätig, in einer Waffenfabrik, die die Nazis in der Schweiz unterhalten haben und bei der Beckys Großvater auch als Direktor seine Finger im Spiel hatte. Es entspannt sich auch eine kleine Liebesgeschichte zwischen Becky und dem ermittelnden Dominik Dornach. Ein sehr gut gemachter, atmosphärisch dichter und gut komponierter Krimi, den ich Ihnen sehr empfehlen kann. Dann habe ich einen alten Hasen dabei, Frank Göhre, Verdammte Liebe Amsterdam. Frank Göhre hat nun bereits zum dritten Mal den Deutschen Krimi-Preis bekommen. Zwischen seinem letzten Preis 2010 und heute sind über 10 Jahre vergangen. Und eigentlich hat er das Krimi-Schreiben für sich schon zur Seite gelegt. Also jetzt nochmal, Verdammte Liebe Amsterdam. Georges Köster ist Gastronom in Hamburg und bekommt einen schockierenden Anruf. Sein Bruder liegt erschlagen. Auf der Straße sind keine Beweise da, keiner weiß, was passiert ist. Die Polizei ermittelt auch nur halbherzig
und George macht sich auf und versucht in der Wohnung seines Bruders nach Spuren, nach Beweisen, nach irgendwelchen Hinweisen zu suchen. Er findet ein Streichholzbriefchen, er findet verschiedene Notizen und er macht sich auf nach Amsterdam. Er sieht und er erfährt, dass sein Bruder in dem Hotel gelebt hat, das sie beide auch schon gut kennen. Er erfährt, dass er einer jungen Frau helfen wollte, die zu Hause abgehauen ist. Und er macht sich atemlos auf die Suche nach der Wahrheit. Frank Göhre war hier während der Stuttgarter Krimi-Nächte und so atemlos dieser Krimi sich liest, durch kurze Schnitte, immer wieder wechselnde Perspektiven, so ruhig und bedächtig erzählt Frank Göhre, wenn er selbst aus seinem Buch liest. Es war ein ganz besonderes Erlebnis und auch dieser Krimi ist ein ganz besonderer Krimi. Wir gehen in die 50er Jahre nach Bonn und in die ehemalige Hauptstadt mit Ralf Langroth, die Akte Adenauer. Es ist das Jahr 53. Adenauer steht vor der Wiederwahl. Es geht um die Westbindung, es geht um die Aufrüstung der BRD. Und wir erleben Philipp Gerber, eigentlich einen GI aus Amerika, der deutsche Wurzeln hat. Seine Familie geht in den 30er Jahren ins Exil und er wächst auch in Amerika auf und kämpft auch als Soldat in der amerikanischen Armee. Nun fordert das BKA ihn an. Er spricht natürlich perfekt Deutsch und er wird der Sicherungsgruppe Adenauer zugeteilt. Das BKA hat Hinweise, dass, wie soll ich es nennen, eine Gruppe, die es eigentlich gar nicht geben darf, Werwölfe genannt, Attentate plant auf deutsche Politiker, um diese Wahl zu beeinflussen. Und Philipp Gerber wird eingeschleust in diese Sicherungsgruppe und soll für die Amerikaner ermitteln. Er selbst kommt in die Bredouille, weil er genau merkt, er ist da der Spielball zwischen zwei Mächten und er möchte das eigentlich auch gar nicht sein. Und er findet für sich gemeinsam mit einer jungen Frau einen Weg, der sehr überraschend ist. Es ist sehr, sehr spannend. Es gibt einen guten Einblick in dieses Bonn der 50er Jahre, in diese vereinzelten Ministerien, die teilweise in Villen, in irgendwelchen Garagen hausen. Es gibt natürlich noch kein richtig funktionierendes Telefonsystem. Man muss sich die Akten hin und her tragen. Es muffelt ein bisschen, aber es ist ein sehr spannender Krimi. Und von den 50er Jahren gehen wir in die Nachwendezeit, in die 90er Jahre, nach Mecklenburg-Vorpommern mit Ada Finks Blütengrab. Zu Beginn wird eine Leiche gefunden, eine junge Frau, aufgebahrt, mit Blüten umgeben. Die Insekten machen sich schon an ihr zu schaffen. Sie ist eigentlich wie hintrapiert. Und vor allem trägt sie eine Halskette um den Hals, die der Ermittlerin Ulrike Bandau nur zu bekannt vorkommt. Bandau ist hier aufgewachsen. Sie hat die ganze Wendezeit in Mecklenburg miterlebt. Sie kennt die Verlierer und die Gewinner. Sie kennt die Biografien. Ihr zur Seite wird Ingo Lürsen gestellt, einen Kommissar aus Lübeck. Ist er zwangsversetzt? Warum kommt er nach Mecklenburg-Vorpommern? Das weiß man eigentlich gar nicht so genau. Er wird liebevoll Knarzechse genannt, weil er immer so eine knarzende Lederjacke trägt. Und die beiden müssen sich erstmal zusammenraufen. Und beide müssen versuchen, diesen Fall, der tief in die deutsch-deutsche Geschichte eingreift, zu lösen. Atmosphärisch dicht, mit einem wunderbaren Ermittlerpaar macht dieser Krimi sehr viel Spaß zum Lesen. Und dann zum Ende noch ein Krimi, der hier in Stuttgart spielt, Bernd Ohm, 6 Tage im Herbst, zumindest beginnt er hier. Henning Kollwey hat eigentlich alles, Frau, Kinder, Eigenheim, hat einen Hund, wahrscheinlich auch einen Hund. Abends sind Freunde zum Essen eingeladen. Da schlägt eine Kugel durchs Küchenfenster und verfehlt ihn nur knapp. Polizei kommt, es wird ermittelt. Man kann eigentlich gar nicht so richtig kapieren, was eigentlich los ist. Er ist völlig unbescholtener Bürger. Es gibt in seiner Vergangenheit zumindest offensichtlich auch keinen Grund. Aber er weiß genau, was los ist. Denn er hatte in seiner Studienzeit Kontakt zu der RAF. Er hat so zu diesem Unterstützerkreis gezählt und er weiß auch, dass bereits andere damalige Mitstudenten und Mitglieder der Gruppe entweder bedroht oder sogar ermordet wurden. Er beginnt nun auf eigene Faust zu recherchieren und es tut sich das ganze Tableau auf dieses deutschen Herbstes, diese ganzen Verstrickungen auch, wer weiß von der Polizei was, wer war auch dort als Unterstützer tätig. Was hat die Politik getan oder nicht getan? Ein großes Stück Zeitgeschichte in einem schlanken Krimi verpackt,
der sich unbedingt lohnt. Ja, und das waren meine kriminellen Highlights.